Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, unsere heutige Folge beginnt mit der Vorstellung eines sehr schön gezeichneten schwarz-weißen Katers. Das auf ungefähr 2 Jahre geschätzte unkastrierte Samtpfötchen wurde am 28. Juni in Gotha in der Justus-Perthes-Straße gefunden. Das Katerchen war extrem abgemagert und in einem körperlich schlechten Zustand. Er wurde im Tierheim tierärztlich behandelt, nun geht es ihm schon wieder besser. Der junge Kater möchte unbedingt wieder in die Freiheit und leidet unter der Begrenzung seiner Quarantänebox. Tierheimleiterin Katrin Mattes könnte sich vorstellen, dass der junge Kater vielleicht durch Revierkämpfe vertrieben wurde oder auf Brautschau sein Revier verlassen hat. Für ihn werden die Besitzer gesucht, die ihren Ausreißer sicher gut an seiner besonderen Zeichnung erkennen können. Sollte sich für den Schönen niemand melden, wird er nach der Kastration in der Arche Noah an Katzenfreunde abgeben. Er möchte ein Zuhause, wo er nach der Eingewöhnungszeit Freigang genießen kann. Das Katerchen verträgt sich auch mit Artgenossen und wäre sicher eine gute Zweitkatze. Des Weiteren stellen wir heute die dreifarbige Mia vor. Mia war bereits einmal in ein neues Zuhause vermittelt worden, wo sie als reine Wohnungskatze lebte. Das aber gefiel der agilen Mia überhaupt nicht. So kam sie zurück ins Tierheim. Eigentlich ist die Katzenname sehr verschmust und menschenbezogen. Aber sie bestimmt, wann das Schmusen ein Ende hat. Deshalb sollten in ihrer neuen Familie keine zu kleinen Kinder leben, die noch nicht erkennen, wann Mia ihre Ruhe möchte. Auch Artgenossen braucht Mia nicht. Mia soll im neuen Zuhause unbedingt Freigang bekommen. Sie ist eine sehr eigenständige Katze und würde liebend gern selbstständig auf die Jagd gehen. Da Mia schon mal einen Blasenstein hatte, bekommt sie spezielles Trockenfutter. Für dieses würde die Arche Noah die Patenschaft übernehmen. Mias neue Menschenfreunde könnten sich das Futter im Tierheim immer abholen. Da dreifarbige Niezen ja als Glückskatzen gelten, wird Mia sicher bald durch ein neues Revier strömen.